Im Interieur war es besonders der Phaeton, der mich da vorwärts getragen hat. Und dafür musste ich quasi auf den Fingernägeln durch das Tal des Todes kriechen, weil der Dr. Piech mich immer wieder gechallenged hat. Ich glaube, ich habe 4 Iterationen da durchlaufen mit dem Modell und es war ihm nie genug. Ich wusste eigentlich schon, wenn ich das Tuch runtergezogen habe und habe in sein Gesicht geguckt, wusste ich, okay, du wirst es nochmal machen. Vielleicht lässt er dich durch die Tür, dass du nochmal weitermachen darfst, aber wenn, dann wirst du es nochmal machen. Und dann hat er halt angefangen, da drin rumzupoken. Ne? So, ja, das, ja. Da haben sie es noch nicht fertig gedacht. Und also so ein Satz schon, ne? Okay. Man konnte gewinnen, wenn man schussfest war. Ja, dann, also. Es ist mir auch ein paar Mal gelungen, ihn von irgendeinem Detail oder einer Lösung zu überzeugen, aber wirklich nur also, ja, unter eine Handvoll, 3-4 Mal. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten und heute habe ich einen Gast für euch, über dessen Zusage ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn über einen zu leeren Terminkalender kann er sich sicherlich nicht beschweren. Und außerdem steht sein Alltag der alten Schule diametral entgegen. Während ich hier ja gerne über die alten Zeiten rede, muss er meistens die Glaskugel bemühen, um möglichst weit in die Zukunft zu blicken und zu erahnen, was die Kunden dann von seinen Produkten verlangen und vor allem, wie diese auszusehen haben. Und das macht er sehr gut, denn wahrscheinlich ist er derjenige, der das Straßenbild wie kaum ein zweiter beeinflusst. Und ich glaube, das kann man mit Recht sagen, denn jedes dritte Auto ist über seinen Schreibtisch gegangen. Die Rede ist vom Autodesigner Klaus Zykiora. Und er leitet nach seinem Designchefposten bei VW inzwischen das Konzerndesign bei Volkswagen und muss somit alle Marken überblicken und zusehen, dass ein Seat nicht auf einmal wie ein VW aussieht, ein Bentley den Erwartungen der Luxusfans gerecht wird und dass sich Lamborghini und Porsche optisch nicht zu sehr auf die Füße treten. Nebenbei erlebt er gerade eine fundamentale Wandlung, denn Elektroautos brauchen einfach weniger Kühlluft. Darum soll es aber heute nur am Rande gehen, denn er hat in der Vergangenheit nicht nur 3 Generationen des VW Golf verantwortet, sondern auch den Innenraum des damals neuen Phaeton erdacht. Und über die verhaltenen Reaktionen des damaligen Chefs Ferdinand Piech reden wir auch in dieser Folge. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Klaus Zykiora. Sie kommen ursprünglich aus Hamburg. Ja, ich bin Hamburger und begeisterter Hamburger, liebe diese Stadt und besuche sie sehr oft, eigentlich ziemlich häufig, okay, muss ich sagen. Okay, und ich glaube, Sie sind mein erster Gast aus Hamburg. Tatsächlich. Wirklich? Das, ja, wenn ich so recht bin. Von 110 okay, oder 150 ja ist jetzt endlich mal jemand, der was mit Autos zu tun hat aus Hamburg. Das ist ja immer schwer zu finden. Wie entstand die Liebe zum Auto? Die war eigentlich relativ früh geboren. Sie müssen sich vorstellen, dass ich mich schon immer begeistert habe für alles, was sich irgendwie bewegt. Und habe das auch gezeichnet. Also ich saß immer in der Schule ganz hinten, in der letzten Bank, wo man mich nicht so genau beobachten konnte und hatte immer den Kopf gesenkt und war irgendwas in meine Hefte am Kritzeln. Und das waren Boote. Ich bin auch passionierter Segler. Das waren Flugzeuge und Autos natürlich. Und ich habe über die Zeit dann gelernt, mit der einen Gehirnhälfte immer so ein bisschen zuzuhören und mit der anderen irgendwas zu scribbeln und zu zeichnen. Und aus Schiffsdesign ist da nichts geworden und aus Flugzeugdesign auch nicht, aber aus Autodesign schon. Wobei Design per se in meinem Lebensweg jetzt auch nicht die einfachste Wahl war, weil mein Vater, der Architekt war, gesagt hat, Mensch, lerne was Richtiges, das ist doch brotlose Kunst, du wirst ja hungern, das geht ja nicht, mach doch was Richtiges, werd Architekt. Und ja, ich habe mich dann aber durchgesetzt, habe aber auch seine Förderung und die Förderung meiner Eltern bekommen. Sie haben dann schon gemerkt, dass sie mir das irgendwie nicht austreiben können, sich mit Design zu beschäftigen. Und so ging es über das Zeichnen, das Auseinandersetzen mit Formen, irgendwo in diese Berufsrichtung. Und dann habe ich mich in der Nähe von einem großen Automobilwerk um einen Studienplatz bemüht. Das war dann Braunschweig und habe den auch ergattern können. Da muss man eine Mappe abgeben mit künstlerischen Arbeiten.
Ich hatte aber mitgeschnitten, dass diese Universität eine gewisse Nähe auch zu Volkswagen hat, also man zusammenarbeiten wollte. Und so kam es, dass ich dann da studiert habe und bei der erstbesten Gelegenheit, zu der es möglich war, dann den Kontakt auch herzustellen und dort einen Praktikumsplatz zu ergattern, habe ich halt zugeschlagen. Ne? Gab es einen Wettbewerb. Kann ich verstehen. Und in diesem Wettbewerb konnte man quasi Arbeit gewinnen. Ne? Und den habe ich dann gewonnen und hatte den Fuß in der Tür. Ich habe ihn dann nie wieder zurückgezogen. Nee, das ist auch gut so. Was haben Sie da gezeichnet? Da ging es um ein Polo-Interieur, das ich damals gezeichnet habe. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, habe das mit Airbrush und mit den für die damalige Zeit aufwendigen Darstellungstechniken mit Markern und allem drum und dran. Ja, das war für einen Studenten teuer. Und auch Airbrush zu machen, großformatig, das war nicht einfach, das hinzukriegen. Das muss ich mir mehr oder weniger alles selber beibringen. Aber es hat dann halt Eindruck hinterlassen. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann also sie dürfen dann mal für ein Praktikum kommen. Ja, und dann stand ich auf einmal in der Welt von Volkswagen Design und war natürlich total begeistert, was da zu sehen war. Und dann war klar, dass ich versuchen würde, dann eine Anstellung zu ergattern. Es hat dann ein bisschen gedauert. Ich habe viele Studienarbeiten dann dort gemacht mit meinem Diplom, dann, das ich auch bei Volkswagen gemacht habe. Dann abgeschlossen und dann hat der damalige Designchef Herbert Schäfer dann gesagt, ja, jetzt müssen wir Sie ja nehmen. Na gut, dann also wir stellen Sie ein als Interior-Designer. Und da bin ich dann natürlich mit einem breiten Grinsen aus dem Gespräch rausgegangen und dann begann meine Karriere bei Volkswagen. Das war 89, ne? Das war 89. Okay, also genau. Sie sind tatsächlich noch geprägt von, was ist das, Golf 2 eigentlich? Ne? Also das war so das Design, was da aktuell war. Als ich das erste Mal da durch die Tür gegangen bin, da standen da halt Autos wie ein Santana, wie ein Jetta, wie ein Derby, ein Polo und Golf 2. Ja, Golf 2 GP wurde dann gemacht und ich habe das ja am Anfang als junger Designer, steht man da mit staunenden Augen davor und braucht erstmal eine Zeit, bis man versteht, was überhaupt passiert und wie das passiert und wie das gemacht wird. Und ja, das sind ja damals die Autos noch recht schlicht in der Gestaltung und vom Tooling her gemacht wurden. Das sind Schablonen ausgeschnitten worden. Und die hat man dann an einem Holzgrundriss entlang über eine Messplatte gezogen und so quasi dem Auto von der Seite ein Profil gegeben. Ne? Da war von Keiligkeit noch nicht viel die Rede. Und es war keine freie Formgebung, sondern ja, relativ einfach und schlicht und orthogonal, wie man sagen würde. Bisschen wie so ein Plattenbau ist das entstanden. Und ja, dann wurde halt so ein Modell gebaut, erstellt, lackiert, hingestellt und dann Haken dran. Ne? Da gab es nicht jahrelange Designprozesse. Das war alles ein bisschen mehr handwerklich geprägt, hands-on. Computer waren nicht zu sehen. Insofern hatte ich auch die Ehre und die Möglichkeit, das von der Pike auf zu lernen. Also alle handwerklichen Prozesse erstmal zu durchdringen und zu verstehen und dann darauf aufbauend, ja, alles, was dann dann sehr, sehr schnell Fuß gefasst hat über Computertechnologie, über ja, Computer-Aided Design, dann sehr schnell auch die Form und das Design in der Automobilindustrie beeinflusst hat. Ja, unglaublich, was Sie eigentlich für einen Wandel schon durchgemacht haben und jetzt mit der Elektromobilität nochmal, da kommen wir nachher auch noch drauf, auch wenn es nicht mein Kernthema ist, wenn ich ehrlich bin. Nein. Okay, aber dann müssen wir nochmal ein Stück zurück, weil Sie sind natürlich auch geprägt, ja, durch wie Sie aufgewachsen sind, 70er, 80er, wo Sie sich schon beruflich orientiert haben, durch die Zeit, und das ist ja sind jetzt Leute, die jetzt gerade wieder bei mir auch groß im Kommen sind und großes Feedback haben, sowas wie BB, diese ganzen Tuner, die so diese Innenräume da wahnsinnig aufgemotzt haben mit Stereotürmen und so. Hatten Sie da irgendwelche Vorbilder oder gab es irgendwelche Designvorbilder oder waren Sie immer eher so der das seriöse Fach gesehen hat? Ja, ich war schon eher jemand, der sehr reduziert und mit klaren Formen
an das Thema herangegangen ist. Also dieses Thema Tuning habe ich zwar beobachtet, aber ich muss sagen, da war ich jetzt nicht so der Riesenfan davon, sondern die Essenz einer Form, das, was ein Designer sich überlegt hat und was dann umgesetzt wurde in ein Serienprodukt, das war für mich der Kern der Aussage. Und die ganze Tuning-Industrie hat ja dann quasi überhöht, ne? Hat dann, wenn man so will, Verzierungen, ne? Tortenguss drauf und noch eine Kirsche und noch was, ja? Und noch ein Sahne-Baiser drauf. Das halt dann oft zu viel und auch nicht zeitbeständig. Also es hält dann nicht. Es macht ein Produkt auch nicht unbedingt wertvoller. Es gibt aber Ausnahmen, wo halt auch eine Aufwertung stattfindet. Dafür muss aber jemand, der tuned, auch viel Verständnis für die Philosophie der Marke oder des Produktes haben und auch das Grunddesign verstehen. Das ist schon eine hohe Anforderung. Haben Sie ein Designer-Vorbild? Also als Persönlichkeit Hartmut Vakus als Designchef, der mich über viele Jahre begleitet hat und der wie ein Mentor war und mich gefordert und gefördert hat, ist sicherlich in Erinnerung geblieben. Und ich habe auch heute noch Kontakt zu ihm. Ganz toller Mensch, sehr, sehr guter Designer, extrem diszipliniert und klar. Ich hatte auch die Ehre, öfter Kontakt zu haben mit Giorgetto Giugiaro. Das ist auch ganz großartiger, kreativer Geist, der sicherlich das Autodesign über Dekaden geprägt hat mit bahnbrechenden Entwürfen und der Trends gesetzt hat. Ja, und solche Persönlichkeiten getroffen zu haben oder mit ihnen in Kontakt zu stehen, ist ein großes Geschenk, ja, weil man da aus jedem Gespräch viel mitnimmt und das einen natürlich auf dem weiteren Weg dann begleitet. Insofern hat man Vorbilder, ja, und versucht denen natürlich auch irgendwo, ja, etwas nachzueifern, beziehungsweise das, was man an Learnings dann mitnimmt, im täglichen Leben, im Berufsleben umzusetzen. Gab es irgendwelche Autos, die Sie als Jugendlicher als Poster aufgehängt hatten oder irgendwelche Autos, die Sie gesagt haben, das ist das perfekte Design? Ja, ich habe natürlich schon sehr auf das geschielt, was Volkswagen gemacht hat. Ich fand den Golf toll, und also den Golf 1 und natürlich ganz besonders auch den Golf GTI. Das war schon ein Dreamcar. Und wir hatten im Freundeskreis einen, ja, Nervenarzt, der das Geld hatte, so ein Gerät sich zu holen. Und kaum verfügbar schrotete der mit dem Teil darum. Und dann durfte ich halt mal mitfahren. Ja, das sind halt so Erinnerungen, die bleiben dann. Ja. Man sitzt dann vor dieser zu der damaligen Zeit wahnsinnig modernen Schalltafel und wird in den Sitz gepresst und denkt, wow, was ist das denn? Wie cool, ne? Das sind natürlich Erlebnisse, die bleiben. Ein Messebesuch, ja, wo man mal vor einem Schoker stand, ja, der gerade mal so hoch war wie der Tisch hier, ja, so die Flundern, die Giugiaro und die Bertone gemacht haben, ja, die natürlich Dekaden von Designern beeinflusst haben. Ja, mich hat aber auch immer Film interessiert. Sid Mead ist sicherlich auch einer der Illustratoren und Persönlichkeiten, die auf der amerikanischen Seite eine Designkultur vorangetrieben haben. Und dieses Thema Futurismus, Utopien, das hat mich immer interessiert und angesprochen. Also weit ins Morgen zu denken, ins Morgen zu springen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das hat mich fasziniert, das fand ich toll. Ja. Und insofern habe ich das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Ja. Und dann natürlich versucht, als ich dann in der Firma war, die Firma auch nach vorne zu schieben. Ja. Also nicht in tradierten, gelernten Mustern zu bleiben, sondern sich neu zu erfinden und Fortschritt in jedes Produkt hineinzuweben. Welches war das erste Produkt, an dem Sie mitgearbeitet haben? Ich hatte das Vergnügen, an vielen, vielen Dingen zu arbeiten. Ich war im Interior-Design zuerst und durfte dann an der Schalltafel
vom Golf 4 mitarbeiten, neben vielen anderen Dingen mal ein Lenkrad gestalten oder irgendwelche Instrumente. Das war damals ja noch sehr stark unterteilt in Funktionen. Es gab also einen Designer, der hat Räder gemacht, es gab einen Designer, der hat Lenkräder gemacht, dann gab es einen, der hat Außenspiegel gemacht und hinterher wurde das quasi alles auf den Haufen gekehrt und dann ist da irgendwie so ein Auto draus geworden. Es gab natürlich Exterior-Design-Verantwortliche und Interior-Design-Verantwortliche, die das dann so ein bisschen orchestriert und kuratiert haben. Aber es gab nicht den Designer, der jetzt eine durchgängige Handschrift da reingezogen hat. Das hat erst Einzug gehalten mit dem Kommen von Hartmut Varkus, Peter Schreier, Ulrich Lammel, Kollegen, die von Audi Design kommt, eine andere Designqualität und eine andere Designphilosophie, die ganzheitlicher war. Nicht so additiv, ja, Kotflügel an den Körper so drangeklebt. Ja, das war halt eine wesentlich ganzheitlichere Formensprache schon, ja, die dort sich manifestiert hat. Und die haben das dann bei Volkswagen Design reingetragen. Und da war ich natürlich kräftig mit dabei, ja, auch den Wind of Change da unter die Flügel zu blasen. Und zurückzukommen auf die Frage, ja, Golf 4 Schalltafel. Den Wettbewerb habe ich aber nicht gewonnen. Das hat ein Kollege dann mitgenommen. Aber da war ich ja auch noch in der Lernkurve und halt ein Designer, ja, unter anderem. Damals war das Team aber noch überschaubar groß. Das waren so 150, 200 Leute insgesamt, die für das weltweite Modellportfolio verantwortlich waren. Und das über die Zeit doch erheblich gewachsen. Ja, eben einfach einhergehend mit der wachsenden Komplexität des Produktes. Wie viele sind es heute? Heute hat das Team von Volkswagen Design rund 430 Mitarbeiter. Krass. Und verantwortet nach wie vor alle Produkte weltweit. Wenn man jetzt das Team Nutzfahrzeugdesign noch dazu zieht und alles mal auf den Haufen kehrt, was sich mit dem Thema Design weltweit beschäftigt, sind es wahrscheinlich fast an die 1000 Kollegen, die sich mit dem Thema Kreation für die Marke Volkswagen beschäftigen. Da gehören aber alle Marken dazu, oder? Oder nur Volkswagen? Nein, das ist nur tatsächlich nur Volkswagen. Nur Volkswagen. Man muss ja wissen, dass Volkswagen auf den verschiedenen Kontinenten durchaus diverse Produktportfolios hat. Es in China Modelle gibt, die hier kein Mensch kennt, die halt für diesen Markt zugeschnitten, für die verschiedenen Joint Ventures gestaltet, in China Megaseller sind, aber hier völlig unbekannt. Die müssen dabei ja auch gestaltet werden. Das macht das großartige Team in Wolfsburg und da sitzen natürlich auch die chinesischen Kollegen mit am Rechner und am Zeichenbrett und geben da Impulse und das macht man in Kollaboration, weil wir ja dort in Joint Ventures sind. Müssen wir ja noch drauf kommen, wie man die verschiedenen Marken unterscheidet eigentlich. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie angefangen haben bei VW, da war noch Karl H. Hahn der Vorstandsvorsitzende und dann kam Ferdinand Piëch. Hat man da einen Unterschied gemerkt? Also hat das ein anderer Wind geweht? Ja, das war ein diametraler Wechsel im Führungsstil. Ja, um das zu verstehen, in welcher Situation war ich damals. Ja, da war ich dann schon so, als der Wechsel kam, war ich ein paar Jahre da, habe ein bisschen was schon mitgeschnitten, habe den einen oder anderen auch schon gekannt, war zu der Führungsebene jetzt nicht eng verbandelt, aber ich habe ein bisschen mitgeschnitten, was so lief, weil mich das auch interessiert hat. Und in der Zeit dieses Führungswechsels gab es ja einen Markenvorstand bei Volkswagen, der damals von Ford kam und der hieß Gulliver. Der war sehr demokratisch geprägt und sehr locker in seinem Führungsstil. Und das sind Modellentscheidungen quasi per Komitee. Ne? Der Designchef hat halt irgendwas hingestellt und dann ist so, okay, wer ist für das Modell? Hände hoch. Ne? Und dann wurde das halt so relativ emotionslos und ohne großartige Diskussionen wurde das entschieden. Das hat sich
diametral geändert mit dem Kommen von Ferdinand Piech und Hartmut Vakus und natürlich auch mit Dr. Winterkorn, der dann da auch in dieser Gleichung oder in diesem Dreiergestirn eine große Rolle gespielt hat. Und da wurde viel dezidierter und viel eloquenter über Form und Ausprägung gesprochen und die Modelle auch kritisiert, beziehungsweise dann weg, brauchen wir nicht, geht nicht, funktioniert nicht, furchtbar weg. So. Und das war der Aufbruch in eine auch gestalterisch dann wirklich deutlich anspruchsvollere und neue Zeit. Das war Challenge für alle. Und es wurde halt, ja, jedes Detail und jedes Modell von Ferdinand Piech mit dem Segen versehen oder weg. So, und Karrieren wurden mit einem Federstrich dann auch beendet oder begründet. Ne? Also wenn ihm was gefallen hat, dann hat er halt gesagt, ja, das ist schön, das ist heil. Ja. Dann war das holistisch, dann war das rund, dann, er hat das gefühlt. Ja? Das ist also auch ein sehr besonderer Mensch, ja? Der mit wenigen Fragen und Einschätzungen auch ziemlich treffsicher entschieden hat, ja, und das Gute schon rausfinden konnte. Das hat nicht jeder gekonnt, der Vorstände. Ja. Und das ist schon eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen, ja. Absolut. Ist auch immer ein großes Thema bei meinen Hörern, ehrlich gesagt. Wenn der Name Ferdinand Piech fällt. Ja, er ist ja sehr extrem nachdenkend, extrem scharfsinnig gewesen und wollte halt zu dem Kern von Problemen auch vordringen, das wirklich verstehen, bis tief in die Physik hinein oder eben in den Kopf von demjenigen, der irgendetwas vorträgt oder vorschlägt. Ja, und wenn das zu oberflächlich war, das hat er sofort dechiffriert und dann war man halt so nicht schussfest. Ja, hat da rumgeplappert oder irgendwie sein Fähnchen in den Wind gehängt, das hat er sofort gespürt. Okay. Konnten Sie sich da mit irgendeinem Design besonders hervortun oder schon auffallen? Ja, ich habe dann eine Reihe von Fahrzeugdesigns über die Ziellinie bekommen. Und im Interieur war es besonders der Phaeton, der mich da vorwärts getragen hat. Und dafür musste ich quasi auf den Fingernägeln durch das Tal des Todes kriechen, weil der Dr. Piech mich immer wieder gechallenged hat. Ja, ich glaube, ich habe 4 Iterationen da durchlaufen mit dem Modell und es war ihm nie genug. Ich wusste eigentlich schon, als ich das Tuch runtergezogen habe und habe in sein Gesicht geguckt, wusste ich, okay, du willst es nochmal machen. Vielleicht lässt er dich durch die Tür, dass du nochmal weitermachen darfst, aber wenn, dann willst du es nochmal machen. Und dann hat er halt angefangen, da drin rumzupoken. Ne? So, ja, das, ja. Da haben sie noch nicht fertig gedacht. Und also so ein Satz schon, ne? Okay. Sagst du jetzt noch was dazu oder hast du einfach nicht fertig gedacht? Und wenn man dann angefangen hat, dagegen zu argumentieren, hat man natürlich. Man konnte gewinnen, wenn man schussfest war. Es ist mir auch ein paar Mal gelungen, ihn von irgendeinem Detail oder einer Lösung zu überzeugen, aber wirklich nur. Also, ja, unter eine Handvoll, 3-4 Mal, nicht öfter. Ja. Aber er hat ja das Design gekauft. Das gefiel ihm dann. Und dann war irgendwann halt bei dem Phaeton der Punkt, wo er gesagt hat, hat er immer noch so rumgenörgelt und der Winterkorn auch. Und es war halt nie gut genug. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einen Befreiungsschlag machen. Und habe dann gedacht, gut, also mir hat jetzt keiner gesagt, dass ich kein Geld ausgeben darf. Und mir hat auch keiner gesagt, dass ich es nicht sehr luxuriös machen darf. Ja, das war immer so ein bisschen, das muss man auch verstehen, ja, das war so ein bisschen die Challenge von ihm war, er möchte eine Chauffeurslimousine haben. Wenn man Volkswagen-Mitarbeiter ist, ist man ja Volkswagen geprägt. Also dahin zu denken überhaupt erstmal, war ja, ist ja nicht natural move, ne? Dass man sagt, ja klar, also Chauffeurslimousine, muss ja Volkswagen draufstehen. Ne? Ein bisschen Leder drauf. Und Phaeton ist ja
Der Begriff kommt ja aus dem Doppelphaeton, also aus einer Limousinenform, wo die Herrschaft quasi in einem Compartment sitzt und der Fahrer draußen und man dann quasi chauffiert wird. Bis das mal in meine Hirnrinde reingesickert ist, das hat halt ein bisschen gedauert. Und dann war halt klar, okay, ich muss irgendwas machen, was das, was er erwartet, das, was es werden soll, übertrifft. So, und dann habe ich halt ein extrem aufwendiges Designmodell gebaut. Das war ein Exterior-Modell und ein Interior-Modell in einem Produkt oder in einem Modell vereint. Das gab es bis dahin nicht. Man hat halt immer so Sitzkisten gemacht. Die sahen von außen aus wie eine Bretterbude und innen war halt irgendwie das Modell dargestellt. Und hier war es das erste Mal vereint, das sah quasi aus wie ein Serienauto. Ja? Und man konnte die Türen aufmachen und alles bedienen. Und die Dinge haben auch funktioniert, das war alles, gab es vorher nicht. Und da ist es mir wirklich gelungen dann, ja, es war ein gigantischer Kraftakt, der das ganze Team da auch gefordert hat, ja, das ist mir wirklich gelungen, ihn zu beeindrucken und den Vorstand zu beeindrucken. Und dann hat er halt, ne, da kamen die erlösenden Worte, jetzt ist heil. So, und dann war halt die Mission, jetzt setz das mal um, ne? Ja. So. Und da war das in den Einzelkosten 4.000 bis 5.000 Euro zu teuer. Haben wir schon gedacht. Was ich mir da habe einfallen lassen. Aber den Kern der Gestaltung, das Grundkonzept, diese zufahrenden Belüftungen. Für die zugfreie Klimaanlage, ja, das ist das Wichtigste. Irre, ja. Er wollte das ja immer zugfrei haben, der konnte Zug einfach überhaupt gar nicht vertragen. Er hat in Erprobungsfahrten immer die Klimaanlage ausgestellt. Ja? Also wenn der mitten in der Wüste bei 50 Grad Außentemperatur irgendein Fahrzeug Probe gefahren hat, dann hat er als erstes die Klimaanlage ausgestellt. Das wurde dann zur fahrenden Sauna, das Auto. Ja? Aber Zug, diese kalte Luft, die einen anbläst, die kann natürlich auch Nackenschmerzen oder Erkältung verursachen. Das hat er halt gewusst und wollte es unbedingt zugfrei haben. Das haben wir dann auch geschafft, gemeinsam mit den Ingenieuren. Und diese Abdeckung zu bauen über den Ausströmern, das hielten die Ingenieure für völlig unmöglich und geht nicht. Und ich habe dann, weil das dreidimensional im Raum lag, ich habe das selber konstruiert, mit engagierten Modellbauern dann umgesetzt und funktionabel hingestellt, was damals jeder gesagt hat, du spinnst doch. Dreidimensional verformte Furniere und so, das ging alles gar nicht. Ja, da hat man Neuland betreten und das halt hingestellt. Ne? Und hinterher dann auch einen Großteil davon in Serie umsetzen können. Und ich glaube, für viele, die damals den Phaeton das erste Mal dann gesehen haben, ja, und wenn Tür aufgemacht, die haben wir gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Das war irre, ne? Ist auch heute noch. Wenn man sich, finde, wenn man sich reinsetzt, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal gesagt, in einem Podcast, dass ich lange nach Phaetons gesucht habe, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Elektronik, vor den Folgekosten. Aber das sind irgendwie tolle Autos, ne? Ja. Also optisch ist das, ohne mich bei Ihnen anbiedern zu wollen, aber das ist schon ein großer Wurf. Bei diesen 4.000, 5.000 Euro, die Sie einsparen mussten, was war da etwas, wo Ihnen das Herz besonders geblutet hat? Alles, was man anfassen konnte in diesem Modell, war halt mit hochwertigsten Häuten umledert und wir hatten in Tarsien arbeiten, in den Furnieren drin und Metallapplikationen. Und das war halt wirklich super Luxus. Mhm. Aber das wäre einfach am Ende des Tages völlig unbezahlbar gewesen für den Kunden. Und die Ambition von diesem Auto war ja eh schon sehr, sehr nach oben orientiert und hat natürlich die Marke in dem ganzen Qualitätsempfinden, in der Qualitätsanmutung, ja, in dem, was Menschen von einem Volkswagen erwarten, ja, nach oben gezogen, also ein bisschen in Richtung Premium geliftet. Ja. Das war schon in der Strategie nicht verkehrt. Ja. In der Nachschau, man weiß es ja hinterher immer besser, muss man dann schon sagen, ja, das vielleicht ein bisschen zu ambitiös war. Ja. Es hat auch nicht wirklich funktioniert, was ja auch eigentlich relativ stark auf der Hand liegt, ja, wenn man sagt, naja, gut, also eine Chauffeurslimousine, da würde ich jetzt nicht Volkswagen draufschreiben. Okay. Aber ein Touareg ist heute normal. Ja. Da wird der Marke zugerechnet und als natürliches Mitglied der Produktfamilie
anerkannt und gesehen. Das wäre gar nicht denkbar gewesen ohne so einen Wellenbrecher oder so einen Durchbruch, wie das der Phaeton dann dargestellt hat. Und in diesem Windschatten von dem Auto ist halt unheimlich viel Kundenwert auch in die Produkte eingeflossen, weil natürlich die ganzen Learnings, dieser Anspruch, ja, dann in die Autos demokratisiert wurde. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen auch mit Volkswagen verbinden, dass sie da etwas bekommen, was sie bei anderen Marken nur für teuer Geld bekommen. Und man konnte natürlich durch den Einsatz des Phaetons wahrscheinlich auch die billigste Version nochmal 300 Euro teurer machen, einfach weil diese Gesamtmarke. Ja, die Marke nach oben gezogen, also den Anspruch nach oben gezogen, die Qualität nach oben, also voll verzinkt, Leichtbau, da ist ja unheimlich viel Technik auch in die Köpfe gekommen, ja, weil mit der Auseinandersetzung mit High-End-Technik gibt es immer einen Lerneffekt in der Mannschaft, ja, und wie ich eingangs geschildert habe, war ja mehr eine Behörde, die halt ein und dasselbe Produkt halt auf die Welt verteilt hat und ja, so, also die Ambition jetzt wirklich daraus eine Leadmarke zu machen in der Welt, ja, für Mobilität und für Premium auch, ja. Das kam durch Piech und Winterkorn, durch Varkus. Das sind die Player da gewesen. Und ich hatte die Ehre, mit den Herren zu arbeiten und das mit umzusetzen und habe dann natürlich wahnsinnig Lernkurve in der Zeit auch gehabt. Das glaube ich. Und sagten Sie ja schon, dass es eigentlich am Anfang nie genug war. Wie war denn das Briefing für den Innenraum? Also hieß es, schau dir mal eine S-Klasse an und da müssen wir noch einen draufsetzen, oder? Ja, es war der Ferdinand Piech hat das ja nicht, so wie man das heute erwarten würde, in einer druckreifen Form gesagt, sondern es war halt verklausuliert. Okay. Macht es so, dass es allen anderen davon fährt. Okay. Ja. Es war nicht so ein Marketingbriefing gab es nicht. Das hätte ich jetzt gedacht. Das darf man sich auch nicht so, in der damaligen Zeit war das halt mehr so Zuruf, ne? Macht's halt mal. Heute geht das gar nicht mehr, ja. Da braucht man Projektmanager und Projektlead und dann wird überhaupt erstmal geguckt, ob man so ein Auto überhaupt verkaufen könnte. Und ja, das war damals halt eine Idee. Und dann hat man die Idee halt Realität werden lassen. Ja, das hat natürlich auch viel Geld gekostet. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ne, das sieht jetzt super aus, okay. Dann bauen wir den mal, ne? Und da gab es natürlich auch viele, die auf der Marketingseite gesagt haben, das ist ja völliger Quatsch, ne? Die sind dann halt aber auch verschwunden. Klar. Das, ja. Man ist ja immer so ein bisschen im Wirbelsturm eigentlich. Also ich meine, es gab ja auch die Zeit, dass ein Lopez kam, den hat Piech eigentlich mitgebracht, der ja die Zulieferer extrem gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob das im Design, ob der da auch Einfluss hat nehmen können durch die Materialqualität, die er angekauft hat oder die nachher übrig geblieben ist. Es ist ja auch immer so ein Prozess, dass man eigentlich als Designer zwischen, na gut, Marketing, Design, was man sich ursprünglich vorgestellt hat, Controlling, die dann nochmal mit dem roten Stift darüber gehen, dass man sagt, nee, aber das müsste schon noch mit Leder oder mit Softlack oder irgendwie weich bezogen werden und da können wir Hartplastik verbauen. Also das ist doch auch wahrscheinlich immer ein irrer Kampf, oder? Die Lopez-Jünger mit der Uhr am falschen Handgelenk, die sind natürlich auch aufgefallen. Ja, die haben schon einen gewissen Impact gehabt, aber es wurde ja nicht zugelassen von Winterkorn und auch von Piech nicht, dass in irgendeiner Stelle an der quasi haptischen Qualität oder an der Substanz da irgendwas weggespart wurde. Man kann das, glaube ich, auch heute noch sehr gut sehen, wenn man einen Golf 4 anguckt oder einen B5. Ja, das sind halt Autos, die substanziell gut gebaut sind und eine extrem lange Halbwertszeit haben, auch in der Formgebung, ja. Nicht krude im Straßenbild aussehen, sondern irgendwie halt, ja, ist halt Golf, ne? Fährt da halt rum und fällt aber nicht als besonders alt auf. Ja, Golf 4 speziell nicht, ne? Das ist halt eine sehr zeitbeständige Gestaltung, die auch, ja, also die ganzen anderen Autos, die es zu der Zeit gab, in der Klasse sind alle nicht mehr da. Die sind entweder recycelt oder sind wegoxidiert. Diese Produkte sind aber dadurch, dass sie vorverzinkt sind und eine extrem gute Substanz in der Langlebigkeit haben. Ein Beispiel dafür, die Schalltafel in diesem Fahrzeug, in dem Golf 4, die ist halt durch extreme Testings gegangen. Das gab es vorher nicht. Ja. Die kennen sicherlich auch Autos aus den 80ern, die, wenn sie in der Sonne standen, dann
Die haben ausgegast, ja, da sind die Scheiben von innen beschlagen und die Autos haben olfaktorisch, war das eine Provokation, ja, wahnsinniger Gestank, wenn man die Tür aufgemacht hat, ja, boah. Und das sind halt alles Dinge, die der Golf nicht hatte. Da ist unheimlich viel Groundwork gemacht worden von Winterkorn, von Piech, von den Teams damals, ja, die das quasi bewettert haben. Die Teile, die standen halt auf irgendeinem Gelände in irgendeiner Wüste rum und mit verschlossenen Türen und man konnte auf der Karosserie Eier braten, ne? Und wenn man das aufgemacht hat, wenn da irgendeine Leiste sich ein bisschen verzogen hat, ne, gab es richtig Stress. So, ja, das ist auf dem Schadenstisch gelandet, oder? Das sowas das ist dann auf diesem legendären Schadenstisch gelandet, beziehungsweise wurde dann da in der Wüste an Tafeln gesprochen und man kochte natürlich selbst auch in der Sonne, ja, und musste literweise Wasser trinken, um das zu überleben. Aber da gab es kein Pardon. Ne? Wenn da irgendein Bauteil quasi in der Physik versagt hat und die Temperaturtests nicht bestanden hat, dann ging das nicht in Serie. Und das bis heute so. Ja, also diese Implementierung von Qualität, das ist halt auch ein Verdienst dieser Kollegen, ja, muss man ganz klar sagen. Was ist eigentlich schwieriger aus Designersicht oder auch wenn es um Haptik und Materialanmutung geht? Ich meine, Sie waren ja auch mitverantwortlich für den VW Up zum Beispiel, also das Gegenstück quasi zum Phaeton. Und Phaeton ist so das obere Stück und der Up ist ja die günstige Einstiegsvariante. Da muss man jedes Teil in die Hand nehmen und immer überlegen, wie kann ich es noch günstiger machen, oder? Oder da hat man ja auch viel weniger Marge eigentlich am Endwagen. Also ist das nicht fast noch schwieriger, sowas zu bauen? Ja, also etwas sehr Preiswertes wertig erscheinen zu lassen, ist eine hohe Kunst. Das ist nicht so einfach. Und ja, mit wenig viel zu erreichen, also wenig Materialeinsatz, nicht dreimal bearbeiten, sondern nur einmal ein Werkstück, das aus einer Maschine fällt, ja, das anzuschauen, zu sagen, ja gut, sieht wertig aus. Ne? So, kann ich so lassen oder? Nee, geht nicht. Ja, da ist extrem viel Detailarbeit drin, ne? Und man muss sich da sehr tief auch mit Technologie beschäftigen. Man braucht eine klare Vision. Wie will ich das denn erreichen? Wie schaffe ich es, ein mit wenigen Strichen gezeichnetes, ikonisches Produkt auf die Räder zu stellen, das zeitbeständig ist? Und der Up ist ja ein Auto, das auch mit dem Straßenbild so verschmilzt, ja, sehr gute Substanz hat und eine einzigartige Proportion, sehr kurzer vordere Überhang. Ja, wir hatten in der Studie, die wir damals gezeigt haben, den Motor erst hinten. Das war Ferdinand Piech zu verdanken. Ja. Okay. Aber am Ende ging es aus Kostengründen nicht. Ja. Musste der Motor nach vorne, die Form sollte aber so bleiben. Und dann haben wir die Kühler versetzt und tief im Package gearbeitet und mit wenig Materialeinsatz trotzdem eine sehr ikonische, nachhaltige Form geschaffen, die halt zu Volkswagen auch passt. Ja. Sympathisch, nicht überaggressiv in der Gestaltsprache. Ja. Da war Walter de Silva ja dann Konzerndesignchef und das war eine schwierige Aufgabe, ja, das so über die Ziellinie zu kriegen. Den Erwartungen des Vorstandes in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit haben wir nicht an jeder Ecke entsprechen können. Ja. Zum Beispiel dafür die Tür, wenn man die Tür aufmacht, ja, schaut man ja auf lackiertes Blech und die Türseitenverkleidung ist ein eingesetztes Modul, in wagenfarbig lackierte Innenblech und das ist teurer, weil aufwendiger in der Lackkontrolle und im Lackprozess, als wenn man das alles mit Kunststoff verkleidet hätte. Ach so. Ja. Okay. Aber das sind halt dann die Dinge, wo wir sagen, nee, aber das zahlt jetzt ein auf den Produktcharakter, das wollen wir so und es bleibt so. Und dann sind da halt die 3-4 Euro, die das mehr gekostet hat, nicht in den Einsparsack gegangen. Aber das ist irre, ne? Man kämpft um 3-4 Euro teilweise. Ne? Ja, oder Centbeträge. Das sind ja oft kleine Details, die etwas aufwerten. Ja? Mhm. Also wenn ich eine bestimmte Oberfläche da drauf mache oder ein bestimmtes Material nehme, das im Quadratmeter vielleicht 50 Cent mehr kostet. Ja, da wird dann heftig drum gerungen, weil sich das einfach über die Stückzahlen dann wahnsinnig nach oben potenziert. Und dann ist es, am Ende sind es ja doch Millionen, ne? die dann weg sind. So. Klar. Im Sinne eines Einkäufers oder Baureinleiters. Ja, da muss man halt den richtigen Kompromiss finden, das richtige Mindset miteinander finden, um zu einer Lösung zu finden, die
aus Kundensicht funktioniert, ja, weil der Kunde soll ja mit dem Produkt leben und schön finden und sich damit identifizieren können. Nicht zwangsläufig derjenige, der so eine Baureihe leitet. Ja. Der hat natürlich eine Interessenslage, der Kunde hat eine Interessenslage, der Designer hat eine Interessenslage. Das muss man so harmonieren, dass am Ende was rauskommt, wo alle sagen, passt, ne? Super. Das ist Ihnen ja ein paar Mal gelungen. Ne? Dauert doch. Also Sie sind 2007 sind Sie dann VW Gesamtdesignchef geworden. Mhm. Also haben Sie quasi Ihre ganzen Vorbilder beerbt. Gab es da irgendwie ein Auto, mit dem Sie dann besonders im Vorwege aufgefallen sind, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist jetzt, hat er sich qualifiziert? Ja, das war sicherlich alles, was sich mit dem Golf auseinandergesetzt hat. Das war ja die Zeit, in der es dann nochmal zu einem Managementwechsel kam. Martin Winterkorn ist dann nach Wolfsburg zurückgekehrt. Hat Pischitz-Gieder beerbt. Ne? Ja, und hat Pischitz-Gieder beerbt. Und da war der Golf-Nachfolger, war ein eher verunglücktes Modell. Und dann hieß es so: Du kriegst jetzt die Verantwortung und Walter Silver als Konzerndesignchef, ich als Markendesignchef mit einem grandiosen Team dahinter. Und dann ging es halt hart auf hart und im Schweinsgalopp mussten wir das Auto einmal komplett nochmal neu machen. Wir reden vom Golf 6, ne? Wir reden vom Golf 6, ja. Der völlig anders ausgesehen hätte, wenn er... Denn so, wie ja, mein Vorgänger das wollte, auf die Straße gegangen wäre. Und wir haben dann unter Aufbieten aller Kräfte das sehr schnell neu gemacht, dass das Auto innen wie außen nochmal komplett rübergearbeitet und auch die gewohnte Präzision und Qualität da wieder reingetragen. Ja? Weil das war wegerodiert. Ja, die Spalten waren halt groß. Es war nicht so das, was der Anspruch von Winterkorn und Piech war an das Produkt. Piechitzrieder hat das nicht so sehr interessiert. Die heilige Kuh, sagen. Mensch, der Golf. Das ist ja, und wenn man an so einem Auto arbeitet und da tief drin steckt, dann ist einem das ja auch oft nicht so ganz klar, was für eine Dimension von Unternehmen oder ja, was das für eine Wirkung hat. Ja? Wenn das daneben geht, ist halt Wolfsburg irgendwie weg. Ne? So ist es. Und auch in der Nachschau wird einem das dann eher klar. Ja? Also in the making, wenn man da drin steckt und man ja, aus allen Richtungen fliegen die Kugeln, dann nimmst du halt den Kopf runter und siehst zu, dass du ein geiles Auto hinstellst. Ja? Und das ist uns dann gelungen. Ja? Da war ein tolles Team auch am Start. Und dann haben wir in Rekordzeit den Golf 6 so hingekriegt, dass der auch weggegangen ist wie geschnitten Brot, ne? Und hatte wieder diesen Qualitätsnimbus. Das war ein großer Schritt und es war aber ausgemacht, dass das Auto relativ schnell ersetzt würde durch den 7er, den wir dann auch relativ zügig begonnen haben, weil der 6er in der Proportion halt noch darunter gelitten hat, dass die Sitzposition höher war und die Dachhöhe größer, die A-Säule relativ weit vorne stand und wir hatten halt Teile zu übernehmen, die noch aus der Plattform des Fünfers kamen und Teile aus dem Fünfer. Ja, es waren nicht die rosigsten Zeiten wirtschaftlich, aber diese Arbeit, die hat uns alle schwer gechallenged und ja, da haben wir Tag und Nacht sind wir da im Design gewesen und bei den Suppliern und haben uns da die Nächte um die Ohren gehauen und versuchte, die Produktsubstanz da so zu machen, dass das zu Volkswagen passt. Ne? Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Ach, das war in der ganz harten Phase war das ein Vierteljahr, 6 Monate, wo das wirklich alles von Grund auf nochmal neu gemacht wurde. Okay. Ja, aber diese Pace, dann, das ging ja dann weiter. Ja? Da kam dann halt Passat und dann ging es immer so weiter. Ja? Weil in der Pischitzrieder-Phase sind halt ein paar Autos entstanden, die nicht so toll waren und auch nicht so zeitbeständig, nicht so wertbeständig. Und dann konnte ich natürlich auch kapitalisieren, was ich in meiner früheren Karrierephase gelernt hatte. Ja? Auch ganz, ganz besonders natürlich im Umgang mit den Kollegen, die da die Entscheidungen getroffen haben. Da war klar, wo die Reise hingehen soll und muss. Ja? Und ich habe aber auch mein eigenes Verständnis für die Marke, für die Werte und das Verständnis für die Rolle, die Design haben muss. Ja? Nordsterne zu schaffen und ja, die Mannschaft auch auszurichten. Ja? Aber man richtet sich natürlich auch an dem Produkt aus. Ja? Und das Produkt beinhaltet Werte
die es anfassbar hat und die es nach außen hin kommuniziert. Und aus diesen Werten heraus entstehen Markenwerte. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann eine Marke in Prosa quasi Werte verordnen. Und wenn ich die nicht lebe oder wenn ich die nicht anfassbar gestalte, dann ist das eine Luftblase. Und beides so miteinander in Einklang zu bringen, das ist etwas, was dann in dieser Zeit auch in mir entstanden ist. Ja, also nicht nur eine schöne Linie zu machen und den Körper auszubalancieren und sehr schlichtes, einfaches, aber extrem wertvoll anmutendes Design zu applizieren, sondern auch Werte und Wirkungen in das Blech hinein zu denken und zu arbeiten. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas verklausuliert, aber ich glaube, dass das über die Zeit dann in mir auch gereift ist und dass das, was dann entstanden ist in der Folge, das auch schon transportiert hat. Ja. Dass Volkswagen sich dann schon deutlich nach oben entwickelt hat und auch als Marke wieder zum Glänzen gebracht wurde. Und ja, ich hatte halt dann auch das Vergnügen, das Signe der Marke, das Volkswagen-Zeichen, nochmal zu überarbeiten mit Winterkorn, ja, der halt dann da pedantisch bis in die kleinste Facette rein mitdiskutiert hat und irgendwann gesagt hat, okay, jetzt so machen wir das. Das war das facettierte Logo, das dann an vielen Fahrzeugen aufgetaucht ist und auch im Lenkrad dann nochmal und in den Felgen, überall wurde halt das VW-Zeichen, wurde die Marke nochmal überholt und neu gestaltet. Und das durfte ich ja dann auch nochmal in einem wesentlich größeren Rahmen machen mit der Einführung der Elektromobilität dann. Stimmt, ja. in die Marke. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, der Golf, also was Sie jetzt eben selber gesagt haben, so verklausuliert, was muss der Golf können? Oder ist das so, dass das automobile Lagerfeuer, wo jeder dran sitzen muss, die 70-jährige Oma und der 18-jährige Fahranfänger? Oder also muss der Golf irgendwie alles können? Ja, der Golf ist quasi das automobile Schweizer Taschenmesser. Ja? Es ist Perfektion gewordene Mobilität. Warum ist das so? Das hat genau die richtige Länge, es hat genau die richtige Breite, es hat genau die richtige Höhe, es hat genau die richtige Menge an Innenraum, an Komfort, an Funktionalität. Es ist also ja, ein hiniterierte Perfektion von Kundenanforderungen und die Antwort darauf. Ja. Warum funktioniert das so gut? Hat natürlich was damit zu tun, dass man über jetzt 8 Generationen Merkmale, die in diesem Auto von Geburt an drin waren, immer wieder so gehäutet hat und neu erfunden hat, ja, dass sich das in das Gedächtnis der Menschheit eingraviert hat. Ja, und die Superzeichen, die in der Form des Golfs abgebildet sind, verbunden sind mit dem Versprechen des Produktes oder dem, was das Produkt dann einlöst. Mobilität für alle, immer sitzt immer, ist wie ein gut sitzender Anzug, wie eine perfekte Haut. Ein Auto, das mich in jeder Lebenslage, in jeder Situation immer perfekt bedient, gut kleidet. Ich sehe nie blöd damit aus. Es ist nichts, was ostentativ ist oder eine bestimmte Richtung bedient, sondern das ist halt wie ein Zentrum ja, eines Produktversprechens oder eines Markenversprechens und bildet das perfekt ab. Und da das eben über die vielen Jahre gelungen ist, mit viel Respekt auch mit der Arbeit der Vorgänger umzugehen, ne? Und zu sagen, okay, was macht denn da jetzt eigentlich die Wirkung aus? Warum wirkt das so stabil? Das muss man als Designer ist man ja immer ein bisschen enfant terrible, ja? Man will ja die Dinge verändern. Und Sie können sich vorstellen, dass Generationen von Volkswagen-Designern gesagt haben, das ist ein Scheiß weg, ja, das muss man jetzt mal anders machen, das muss man neu, jetzt disruptieren wir uns, weg mit der Säule, Revolution, ne? Und C-Säule machen wir jetzt aus Glas. Ja, irgendwas anders, ja, weil das, man ist ja, wenn man in dieser gestalterischen Lage ist, ist es ja, man guckt da jeden Tag drauf, ne? Es ist halt dann auch immer mal langweilig, ja, aber man muss halt verstehen, dass man als Designer eine Marke halt auch kuratiert. Ne? Man ist halt
jemand, der Heritage in der Hand hat. Das falsch einzuschätzen ist tödlich. Ne? Also wenn man da leichtfertig mit umgeschaltet, kann weg. Ne? Ist halt, nee, darf man nicht so. Man muss jedes, das ist alles ein Schatz. Ne? Weil es so tief in der Sozialisation der Menschen verankert ist, in die Sehgewohnheiten eingebrannt ist. Ja? Das ist ja ein Kapital, das die Marke über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ja? Das jetzt einmal wegzuhauen, ist halt nicht so clever. Ja? Und es gibt ja nur ganz, ganz wenige Autos, die über viele Jahre immer kontinuierlich weiterentwickelt wurden, ja, und immer verbessert. Noch ein bisschen besser, noch ein bisschen besser. Immer, was können wir da noch machen? Wie können wir das jetzt noch mal besser? Das hat ja auch viel mit der Ehrfurcht zu tun vor der Arbeit, die andere geleistet haben. Ja, und dann baut man darauf auf. Man setzt sich ja selber auch mit dem Produkt auseinander, man fährt das, und dann ist es irgendwann, kommt es in Perfektionsregionen rein, an die andere nicht klingeln können. Ja, das ist keine Chance. Ja, weil man braucht diese Zeit, um es wirklich zu durchdringen und zu verstehen und zu entwickeln. Das Einzige, was andere machen können, ist kopieren. Ja, aber es ist dann immer die Kopie vom Golf. Und wie oft haben wir das gesehen? Und wie oft sind die Sterne wieder verglüht? Ja, einer ist aber geblieben, der Golf. Stimmt. Und das hat halt schon viel damit zu tun, dass man auch versteht, ja, was ist die Mechanik dahinter, warum muss ich das erhalten? Ja? Mhm. Und trotzdem ist es ja so, dass wir vieles, was in diesen Produkten drin ist, auch über Bord werfen, ne? Und sagen, naja, also das wirkt jetzt alt. Wenn es alt wirkt oder vergangen, dann muss man auch sagen, nee, das müssen wir jetzt wegsäbeln, ne? Das müssen wir jetzt neu erfinden, das funktioniert nicht mehr. So, also neu denken. Und dann bewahrt man das, was bewahrenswert ist, häutet sich, ja, und fügt auch Neues dazu. Ja? Und in diesem Prozess ist man, wenn man sich mit so einer Ikone wie dem Golf auseinandersetzt, ständig. Ja? Man braucht halt viel Markenverständnis, vielleicht auch eine gewisse Reife als Gestalter, ja, um sich an so einem Produkt zu versuchen. Ja. Ich hatte die Ehre, mit dem Team jetzt 3 Generationen, 6er, 7er, 8er zu machen. Mhm. Und das ist sicherlich eine große Säule in meiner Karriere. Ja. So, das ist halt schon besonders. Mhm, ja, klar. Golf ist für mich auch genau das, was Sie gesagt haben. Man setzt sich rein. Und es passt einfach wie ein guter Anzug und fährt sich tatsächlich wie eine andere Klasse und ist von der Verarbeitung toll und so. Beim Golf 8 ist das erste Mal, dass ich tatsächlich zum Beispiel an der Bedienung gescheitert bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht bin ich jetzt mit Mitte 40 zu alt, aber deswegen frage ich auch ganz konkret. Also ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel, die wären damit nie klargekommen, mit diesen ganzen Touchknöpfen. Ist das die Lösung tatsächlich künftig oder ist das einfach dem Preis ein bisschen geschuldet und der Vergangenheit von VW, wo nee, einfach Geld reingeholt werden muss? Das ist ja eher teurer, das System. Jetzt betreten wir ein Feld, in dem wir uns gerade alle miteinander befinden. Wir sind in der Transformation. Die Automobilindustrie muss sich wandeln an 3 Stellen. Die erste Stellung, die erste große Disruption ist Elektromobilität. Wir müssen Mobilität nachhaltiger machen. Der Weg dahin ist der Elektroantrieb. Viel energieeffizienter und gibt dem Auto einen Speicher von Energie. Das muss man auch verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, dass einmal, ich kann es ja nur versuchen, es rüberzubringen, ne? Aber da muss es einmal Klick machen. Ein Auto, das einen Verbrennungsmotor hat, ist in dem Moment, wo der Verbrennungsmotor nicht mehr läuft, aus. Quasi kann nichts mehr, ist weg. Ja, also Zündschlüssel gedreht, dann läuft die 12-Volt-Batterie, die gibt vielleicht noch ein paar Minuten Energie her und dann geht die in die Knie und dann aus, schlafen legen. Ne? Ein Elektrofahrzeug hat einen sehr großen Energiespeicher. Ja, da wird es natürlich auch entsprechende Fortschritte noch geben, auf die wir auch zusteuern. Aber erstmal ist der Energiespeicher sehr groß. Und den kann ich dafür nutzen, das Fahrzeug always on zu lassen.
Das heißt, ich kann das ständig mit Daten versehen. Ich kann auch Daten aus dem Auto rausziehen. Mhm. Ich kann das Produkt so ständig verbessern. Und das tun wir. Da sind wir auf dem Weg dahin, beziehungsweise wir sind jetzt schon in einigen Iterationsschleifen gewesen. Das heißt, wir haben Software schon massiv abgedatet. Und was bedeutet das für den Kunden? Also wenn ich früher ein Auto gekauft habe, dann ist es halt in dem Moment, wo es an den Kunden übergeben wurde, war Schluss mit Änderung. Ja, dann ist man halt zum Service gefahren und hat mal irgendwas repariert. Und wenn man Geld hatte, dann hat man irgendwann gesagt, also dieses scheiß Kassettenradio, das muss mal weg. Ne? Jetzt CD so oder DVD und irgendwann Datenstick und so. Ja? Aber ich habe ja immer... Da habe ich ja immer was Geld auf den Tisch gelegt. Ne? Und das passiert jetzt ständig. Also das Produkt wird in der Kundenhand eigentlich immer schlauer und immer besser. Und ja, die Daten, die der Kunde dem Unternehmen gibt aus dem Auto heraus, wenn er damit einverstanden ist, die nutzt das Unternehmen um Bedienung, um Assistenzsysteme, um die multiplen Sensoren durchzuoptimieren. Das ist etwas, was der Elon mit seiner Tesla-Flotte natürlich. Elon Musk. Bekannter. Kenne ich nicht. Bekannte Entrepreneur. Hat aber 12 Zylinder gebaut, sonst interessiert er mich nicht. So, das macht er halt schon jetzt viele Jahre. Und auf diesem Datenschatz aufbauen kann man Produkte halt verbessern in Kundenhand. Mhm. So, diesen Schritt, den wollen wir natürlich den Kunden auch anbieten. Ja, wir haben... ist vielleicht ein bisschen überrissen, ja, und die Menschen mit der Bedienung überfordert, ja, weil sie nicht so perfekt war, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ja. Wie gesagt, eingangs, wir sind mitten in der Transformation hin zur Elektromobilität und zum zweiten Schritt der Digitalisierung. Die Fahrzeuge müssen digitalisiert werden. Das ist unabdingbar, wenn wir in vernetzten Systemen Verkehr steuern wollen, Unfälle vermeiden, möglichst effizient Mobilitätsdienste anbieten, dann brauchen wir eine Vollvernetzung. Ne? Car-to-Car, Auto zum Hersteller, Hersteller zum Auto, zum Kunden, ja? all diese Dinge dienen dazu, letztlich Mobilität, die ja Freiheit ist, Das muss man sich auch klar machen, das ist Freiheit das sagen von Sie uns das. Allen, ja? Ja, ja. Die zu erhalten. Ja. Wenn der Klimawandel dazu führt, das ist völlig klar, ja, dass das Verbrennen von Kraftstoffen, von Ressourcen gestoppt wird, und da sind wir mittendrin, dann müssen wir ja als Menschheit, wenn wir uns diese Freiheitsgrade erhalten wollen, überlegen, wie wir das so hinkriegen, dass wir dem Planeten nicht schaden. Und es zeichnet sich doch sehr klar ab, dass Elektromobilität der einzig mögliche Weg ist. Ja, wenn wir, und das ist auch ein langer Weg, der da noch zu gehen ist, ja, wenn es uns gelingt, Elektromobile völlig CO2-frei zu bauen, sie im Betrieb völlig CO2-frei zu betreiben und sie dann in der Circular Economy nach der Nutzung, nach einer langen Lebensdauer, ja, eine möglichst lange Lebensdauer, dann in diesen Wertstoffkreislauf CO2-frei wieder zurückzuführen. Das heißt, aus Batterie wird Batterie, aus Kotflügel wird Kotflügel, aus Sitz wird wieder Sitz. Ja, also ich nehme einmal aus dem Planeten eine bestimmte Menge Ressource raus und bewege die dann im Kreis, CO2-frei. Das muss der Plan sein, damit wir nach wie vor sagen können,
ja, also ich möchte eigentlich mal am Nachmittag irgendwie irgendwo hinfahren. Und ich kann frei entscheiden, ja, und muss nicht einen Antrag bei einer Behörde stellen oder es kostet ein Fortune, ne, also ein Vermögen, irgendwo hinzureisen. Ja, und wir werden halt sehen, dass die Regulierungsbehörden halt sagen, Verbrenner, ne, die werden sanktioniert werden. Es wird halt immer teurer werden zu tanken. Ja, man wird die Kraftstoffe von der Menge her runterfahren. All das wird ja dazu führen, dass jemand, der heute gar nicht groß drüber nachdenkt, sich in sein Auto setzt und irgendwo hinfährt, weil das sein freier Wille ist, das morgen möglicherweise gar nicht mehr kann. Ja? Oder die Fahrzeuge so teuer werden, wegen der ganzen behördlichen Auflagen und der Gesetzgebung, ja, und der Technologie, die da reingebaut werden muss. Ja? Was heute hinter einem Verbrennungsmotor an Abgasreinigung reingebaut ist, ein Chemiewerk. Das kostet ja Geld. Ja? Das wird also, das Doppelte vom Motor selbst. Ne? Ja, das wird Fahrzeuge unerschwinglich machen und damit ist die Demokratisierung von Mobilität in Gefahr. Dafür steht aber Volkswagen. Aber ist es nicht auch bei der Elektromobilität? Ich finde, also die Stromkosten sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Also momentan ist, finde ich, wird das immer teurer. Und vielleicht muss man da auch irgendwann ehrlich sein und sagen, Leute, die Individualmobilität, wofür VW steht, wird einfach künftig, wenn wir den Planeten erhalten wollen, nicht mehr möglich sein. In der Form, wie wir sie kennen oder wie wir sie jetzt 120 Jahre munter gelebt haben. Also ich glaube, wenn Disruption, also aber dies hat ja auch direkt nach der Wahl 10 Thesen bei Twitter rausgehauen. Mhm. Und da muss man vielleicht auch sagen, wenn man da ehrlich ist, muss man sagen, also er hat ja auch schon mal angedacht, vielleicht Mitarbeiter nicht neu einzustellen und vielleicht das ein bisschen zu verschmälern, dass man vielleicht einfach weniger Autos braucht oder der Erde weniger Ressourcen entnimmt, weil jedes neue Auto, gerade beim Elektroauto, sind 2,5 Tonnen vielleicht oder 2,3 Tonnen, die man die Ressourcen der Erde entnimmt. Klar kann man sie recyceln und im Kreis halten, aber man könnte natürlich auch die bestehenden Milliarden an Autos mit E-Fuels möglichst klimaneutral fahren, wenn man das, wenn ja, man das wir, wollte. Wir, ne? Also, sie können sich vorstellen, dass wir diese Dinge sehr wohl diskutieren und uns die gesamte Energiebilanz halt angucken. Die klare Aussage dazu ist, dass ein E-Fahrzeug heute schon 50% günstiger ist als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Mhm. Also wenn ich heute einen Verbrennungsmotor, ein betriebenes Fahrzeug neu kaufe und ein E-Fahrzeug neu kaufe, habe ich mit dem Kauf schon 50% weniger Betriebskosten. Selbst bei hohen Strompreisen. Wir müssen aber, und das sagen Sie ja auch, und da ist natürlich auch was dran, ja, wir müssen uns schon überlegen. Und da kommt das dritte große Veränderungsfeld rein, autonomes Fahren. Wir müssen uns schon überlegen, wie wir unsere Mobilitätswelt denn gestalten. Ja, weil natürlich die Anzahl der Fahrzeuge weltweit ist schon gigantisch. Ja? Und es macht unsere Städte auch nicht alle unbedingt viel lebenswerter, wenn wir wirklich jeden Meter mit Blech vollstellen und dieses Blech ja im Schnitt nur eine Stunde am Tag bewegt wird. Wir müssen also versuchen, und das probieren wir, das ist unser Plan, individuelle Mobilität zu erhalten, ohne die Nachteile eines Fahrzeugbesitzes zwangsläufig den Menschen aufzubürden. Ja, wobei ich schon ein großer Fan davon bin, ein Auto auch zu besitzen. Ja, und das natürlich auch viel mit dem ästhetischen Raum verschränke. Ja, aber wenn man es einmal durchspielt und sagt, naja, wenn ich heute ein Auto habe und ich wohne in der Innenstadt, dann habe ich eine Anzahl von Problemen. Ich muss das Fahrzeug irgendwie verräumen, ich muss es irgendwo parken. Wenn ich jetzt nicht im Besitz einer Garage bin oder eines Stellplatzes, ist das ein großes Problem. Das wird natürlich jetzt nicht kleiner, wenn wir diesen Besitz durch ein Elektrofahrzeug ersetzen. Das muss ich auch verräumen, das muss ich auch genau, irgendwo hinstellen und ja. Jetzt kommt on top, ich muss auch irgendwie chargen. Genau. Ja,
was zumindest mal eine große Challenge ist für viele Regierungen auf der Welt und für viele Infrastrukturen, sich mit dem ganzen Thema Chargen intensiv auseinanderzusetzen. Volkswagen investiert da Milliarden in dieses Thema, bauen da weltweit in Kollaboration mit vielen Firmen Netze auf, um das zu gewährleisten. So bleibt aber noch, dass sie es ja eigentlich nur eine Stunde am Tag benutzen, das Fahrzeug, ja, oder anderthalb, zwei, aber im Schnitt ist es eine Stunde. So, was wäre, wenn Sie ein Fahrzeug einfach per App morgens sich vor die Tür holen? Das müssen Sie auch gar nicht besonders aktiv machen, sondern dass Sie haben ein Abonnement und Sie sind vernetzt mit einem Provider von Mobilität und haben dem Zugriff auf Ihren Terminkalender gegeben. Und wenn Sie nicht sagen, will ich nicht, dann steht um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr das autonome Fahrzeug vor der Tür. Sie kommen aus der Haustür, steigen ein. Das bringt Sie dahin, wo Sie hinwollen. Safe and sound. Und dann verlassen Sie das Device und der geht anderen Aufgaben nach und fährt jemand anders. Ja? Und ist nicht eine Stunde am Tag, sondern viele Stunden am Tag unterwegs. Solche Mobilitätsformen diskutieren wir. Über die denken wir nach und die erarbeiten wir natürlich auch im Design, weil wir halt daran glauben, dass Städte, dass Gemeinden, dass Menschen Mobilität unbedingt erlauben sollten. Aber wir brauchen multimodale Wege. Wir müssen auch das Fahrrad enablen. Ja, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr einbeziehen. Wenn wir individuelle Mobilität in verdichteten Innenstädten halt so erhalten wollen. Ja. Und wir müssen diese Art von Mobilität so machen, dass Menschen sagen, das ist ja voll cool, das ist voll geil und warum gibt es das nicht schon immer? Ja. Das ist halt ein hoher gestalterischer Anspruch. Aber Mobilitätsformen werden sich verändern. Und wir sehen ja, und werden ja angegriffen, dass deutsche Automobilkultur aus dem Silicon Valley, aus China, werden diese Art von Konzepten halt versuchen, unsere Mobilitätsangebote zu disruptieren. Ne? Und das machen wir dann doch lieber selber. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt, das war's jetzt mit unserem politischen Exkurs. Jetzt müssen wir wieder zu den Autos, die knallen. Gerne. Nein, aber sehr interessant. Und natürlich müssen wir darüber reden, weil Sie ja auch da aktiv noch dran arbeiten und hoffentlich auch noch lange dran arbeiten. Sie waren 12 Jahre VW, also Chefdesigner für das VW-Design und haben pro Jahr, VW baut ja ungefähr 6 Millionen Autos. Ich glaube, es gibt kaum einen Autodesigner auf der Welt, würde ich was sagen, der das Straßenbild zu sehr geprägt hat. Wie ist man sich dessen eigentlich bewusst, wenn man morgens aufsteht? Also das ist ja unglaublich eigentlich, wie viele Autos, die durch ihre Feder gegangen sind, rumfahren. Ja, das ist schon, das ist einem nicht so klar. Es wird einem in Momenten klar, wenn einen jemand fragt, was machst du eigentlich? Und dann sag mal, ja, ich gestalte Autos. Ah, okay. Und dann denken ja viele, ah ja, gut, der macht halt irgendwie, hat mal einen Rückspiegel gezeichnet, ne? So. Oder mal ein Rad. So. Und dann kommt halt die Frage, ja, was hast du da gemacht? Ne? Und dann, ja, guck mal aus dem Fenster. Jedes dritte Auto, das da vorbeifährt, ist durch meine Hand gegangen. Ne? Mhm. Und dann wird einem das klar. Ja? Im Doing ist einem das nicht klar. Man ist so in den Produkten und im Doing und im Arbeiten mit dem Team. Ja, das ist ja, wenn man da in so einem Unternehmen an so einer Schaltstelle ist, ja, das sind 100 Projekte gleichzeitig, die da bearbeitet werden pro Jahr, ja, die endlos überlappen, muss mit unheimlich vielen Partnern weltweit im Dialog stehen und ja, die Dinge abgleichen und natürlich auch die Designsprache, die Vision,
die man hat von der Marke, dann umsetzen. Und da hat man für solche Überlegungen bleibt da keinen Raum mehr. Das ist nur, wenn man mal zurücktritt und irgendjemand eine Frage stellt, ja, okay, sind irgendwie schon viele. Ne? So. Vorsichtig ausgedrückt. Gibt es eigentlich irgendwas außer der VW-Markenidentität oder dem Kern, den wir jetzt schon beschrieben haben, was Sie inspiriert im Autodesign? Also ist es Architektur aktuell oder ist das... Natur ja, was mich natürlich immer inspiriert, ist Architektur, ist städtische Umgebung, aber auch Natur, die Formen der Natur. Wenn man sich mit Tieren, mit allem, was wächst, auseinandersetzt, findet man natürlich immer Perfektion, ja, weil das über Jahrmillionen, über die Evolution an den Zweck angepasst wurde. Ein Fisch, optimaler Strömungskörper, ein Haifisch, hochästhetisch, ja, und natürlich auch interpretiert in zahllosen Formen in der Automobilindustrie. Ja. Also die Sharknose eines BMWs, da kann man ja sehen, wo es herkam, ja, wo die Inspirationsquelle war. Und insofern ist natürlich Natur auch eine Ressource, aus der man was zieht. Ja. Es ist der Dialog mit anderen Kreativen. Es ist das, was man... Wenn man reist, ja immer nur so aus dem Fenster sieht, ja, dann eben Architektur und Menschen halt, ja, die einem Denkanstöße geben. Und ja, diese ganze Bilderreigen, der einem durch den Kopf tanzt, natürlich auch durch die digitalen Medien. Ja. Und ich stehe sehr gerne auch im Dialog mit Menschen. Ja. Ich bin ja ein bisschen auf Social Media auch aktiv und ja, über meinen Instagram-Kanal sehr bescheiden, aber dort auch im Dialog mit vielen Kreativen über LinkedIn und mache auch bei YouTube ein bisschen was, ja, was einfach mir wichtig ist, den Kreativen auch so ein bisschen Design nahe zu bringen. Ja. Da bin ich halt schon so ein bisschen Idealist, ja, und halt die Fahne des Designs halt hoch, weil das in diesem extrem technisch geprägten Gewerbe etwas ist, was Raum verdient, ja, weil Design halt das ist, was die Menschen berührt. Emotional und was sie anfassen, haptisch, was ich mit den Augen sehe, ist ja immer das Design, das eine Übersetzung von Technologie in Form ist. Ja, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ja, und ich bin ein großer Verfechter der extremen Verzahnung von technischen Anforderungen, ja, mit dem Design. Ja. Da die perfekte Balance zu finden, ist echter Denksport. Ja. Also es ist nicht so diese künstlerische Attitüde, ja, jetzt, ich will es aber so, ja, und dann ist das so ein Pinselwurf, ja, okay. Ja, ich bin halt mehr der Gestalter, der halt nach einer gültigen, zeitbeständigen Antwort für ein technisches Problem sucht und das so übersetzt, dass Menschen das schön finden. Ja, das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Gibt es für Sie ein Material, wo Sie jetzt so gerade dran sind, wo Sie sagen, das wird mal, das, wo Sie sagen, also Leder ist wahrscheinlich jetzt schwierig inzwischen, weil viele irgendwie vegan unterwegs sind, aber das ist natürlich immer so ein extrem haptisches Material, was finde ich über die Jahre bei vielen Herstellern immer schlechter geworden ist, weil es natürlich immer neu aussehen soll und ich mag es gerade, wenn es ein bisschen rissig oder ein bisschen edgy wird, aber gibt es da jetzt irgendwie Material, wo Sie sagen, boah, das ist zukünftig im Autobau, wird da keiner dran vorbeikommen? Ja, es gibt eine Vielzahl von Themen, die dabei eine Rolle spielen. Und was ja gerade so spannend ist, dass alle Werteräume sich drehen. Mhm, ja, genau. Also wo gestern noch Leder, das war halt im Automobil, ja, Knolli-Leder, Jaguar, Rolls-Royce, war, ne, so, das war der Maßstab. Und heute ist es, naja, gut, Leder, ist Tierwohl, so, also zumindest at question, ne? Mhm. Und da muss man sagen, das ist ja an jeder Stelle so. Auch andere letztlich nachhaltige Materialien, wie Holz, ja, kann ich das verwenden? Mhm. Und wenn es exotische Holzsorten sind, ne, also geht das? Darf man das? Ist das sinnvoll, ja? Und da kommen natürlich jetzt ganz viel neue Themen auf den Tisch, die Dinge werden neu erfunden. Das ist ja für einen Designer ein Traum, ne? Weil man da Neues schaffen kann, ja? Neue Anmutungen generieren, eine ganz andere
Experience gestalten kann. Ja? Und wenn Sie mir das erlauben, diesen digitalen Raum zu betreten und den zu gestalten, das ist auch etwas, was für viele Designer eine große Herausforderung ist, was aber unheimlich spannend ist, ja? Weil man ja eine Tür aufstößt zu einer virtuellen Welt, die unglaubliche Möglichkeiten bietet. Ja, aber da muss man halt auch mit Mut rein, da muss man halt sagen, okay, das, ne, wir sortieren das jetzt mal und so machen wir das und bla bla bla. Ja, also da muss man proaktiv sein, da muss man sich auch reintrauen, ne, wo viele Kollegen halt dann sagen, boah, nee, also, nee, ich bleib bei meinem Blech, bleib bei meinem Leder, bei meinem Holz, ne. So, aber dann ist man irgendwann Thing of the Past, ne. Und man muss halt diese neuen Territorien, diese neuen Gestaltspielräume auch massiv nutzen und sich da reintrauen. Ne? So, sonst macht es wer anders. Ne? Das ist halt da nicht so toll. Das stimmt. Aber gibt es jetzt irgendwie ein Material, wo Sie jetzt gerade so fast verliebt sind und sagen, so möchte ich jetzt nur noch meine Sitze bezogen haben? Oder? Ja, so konkret kann ich das gar nicht sagen. Wir beschäftigen uns halt mit extrem viel Themen, ja, ob das jetzt Materialien sind aus Recyclingstoffen, ja, und auch zu zeigen, dass das Recyclate sind, also dem eine Ästhetik mitzugeben. Ja. Das Menschen wollen ja sehen, ja, das ist jetzt irgendwie verantwortungsvoll hergestellt. Wie übersetze ich das denn? Findest du es beim BMW i3 gut gelöst? Der hat ja dieses Pressmaterial, was aussieht. Ja, also wenn es aussieht wie nicht wertig, dann ist es nicht so gut. Ne? Also ich muss ja Geld dafür hinlegen. Und jetzt will ich ja nicht nur so, okay, da hat jetzt irgendeiner Presspappe da reingehauen. Ne? Sondern es soll mir ja als Kunden, ja, mein teuer Geld, soll ich ja in, da brauche ich ja einen Gegenwert. Wo ich sage, okay, das ist ästhetisch, ne? Schön. Und ja, fühlt sich toll an. Also das muss ich hier erzeugen. Genau. Und das ist eine gestalterische Aufgabe, ja, die wir haben. Wobei ich sagen muss, dass das, was BMW da gemacht hat, sehr mutig und sehr stark ist und auch natürlich schon mal so ein Schritt gegen den Tisch der Automobilindustrie war. Ja. Aber sie haben es vielleicht ein bisschen überrissen, ein bisschen zu viel gewagt und dann hat es vielleicht ein bisschen den Mut verloren. Ne. Jetzt kommt der zweite Anlauf, ja, aber das Team von Adrian macht da schon, ja, gibt da auch Pace vor und die sind ambitioniert, ist schon toll. Adrian van Hooydonk, der BMW, ihr Konterpart quasi zum BMW Group, ne? Glauben Sie, ich habe mir das auch schon mal Designer gesagt, dass Sie sich vorstellen können, dass gerade in diesem digitalen Transformationsprozess, weil Menschen ja auch, sagen wir, es gab ja auch schon mal Digitaluhren, da könnte man sagen, wir laufen nur mit Digitaluhren rum, man trägt aber trotzdem gerne wieder analoge, mechanische Uhren. Und ich habe tatsächlich mal gehört, dass vielleicht so ein Trend in der Autoindustrie, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren sein könnte, dass digitale Funktionen mit ganz mechanischen Klackschaltern wieder bedient werden und dass das dann der neue Luxus ist oder auch wieder analoge Instrumente. Also, dass man dahin wiederkommt und die dann ganz fein gestaltet werden. Glauben Sie, dass das auch so ein Trend werden könnte? Oder dass der Mensch sich einfach nach mechanischen Funktionen sehnt, auch weiterhin? Oder dass man das gerne beibehalten möchte? Ja, meine Perspektive darauf ist die der Vielfalt der Kultur. Es gibt nicht für alles eine einfache, schlichte und damit für alle gleiche Wahrheit. Menschen sind verschieden und haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben. Und das ist ja fantastisch, ja, und wunderbar, weil das zeichnet uns Menschen ja aus. Wir sind halt soziokulturelle Wesen, die in unterschiedlichen Kulturen aufwachsen und uns ausdrücken. Ja? Nicht nur über Film und Theater, auch über das, was wir erschaffen an Gegenständen. Ob das jetzt eine Inneneinrichtung ist, ein Möbelstück, eine Vase, ein Kunstobjekt oder ein Auto. Und sicherlich wird es so sein, dass es das, was Sie angerissen haben, geben wird. Ja? Dass man die mechanische Qualität von digitalen Experiences erschafft. Ein bisschen ist das ja auch die Philosophie von Apple, wenn man so will, weil extrem aufwendige, aus dem Vollen gefräste Alu-Gehäuse oder aus chirurgischem Stahl hergestellt mit feinsten haptischen Elementen, aber trotzdem extrem digital, ist ja eine Philosophie, die heute schon da ist. Ja? Jetzt mag es die geben, wo man halt dann in auch anfassbare, größere Elemente hineingeht und das haptische Erlebnis zelebriert. Auch das wird es geben. Ja, super. Ist halt kulturelle Vielfalt und in diesem Battle der Ideas wird es halt welche geben,
eine größere Menge von Menschen ansprechen und welche, die halt nur für Connoisseure gedacht sind. Ja. Das muss einem ja auch klar sein, ja, dass so etwas wie ein 911er ist halt eine Ikone für eine Marke, ja, ist extrem aufgeladen mit Bedeutung. Das muss nicht und soll auch nicht jeder haben, dann ist es auch keine Ikone mehr. Ja? Ja. Denn das ist so spitz, das ist so schön, so ästhetisch und technisch so ausgereift. Ja, das ist halt etwas, was halt ganz spitzen Punkt in der Fahrzeugpopulation des Planeten ist, aber ja, von vielen begehrt und geliebt, ja, und extrem sympathisch. All das sind eben Dinge, die da kulminieren in diesem einen Fokuspunkt dieses Produktes. Und das zu erhalten, ist Kulturgut, ne? Mhm. Das ist ja, das haben ja Menschen erfunden und erdacht. Ja. Irgendwann ist es ja schon ins Museum und ist das nicht fantastisch, dass wir mit diesen Fahrzeugen die Straßen der Welt erobern dürfen. Ja. Und da kommen E-Fuels natürlich nochmal ins Rennen, ja, um diesen Sound und dieses Erlebnis weiter nachhaltig genießen zu können, braucht man E-Fuels. Die sind aber aufwendig in der Herstellung, energieintensiv, und man muss das mit grüner Energie herstellen. Okay. Ja. So, ich brauche dann Windenergie, um einen Brennstoff herzustellen, der dann CO2-frei verbrannt wird. Sie haben jetzt gerade schon mit dem 911 was angesprochen. Sie sind natürlich jetzt ja auch Designchef über alle VW-Marken, was ja unglaublich ist. Die muss man auch alle irgendwie noch differenzieren und auseinanderhalten im Design, in der Designsprache. Kann es sein, dass der 911 extrem schwierig in der Weiterentwicklung ist, weil man immer diese Ikone nicht angreifen darf, weil es ein, ich behaupte mal, konservatives Publikum ist? Man hört das ja immer bei jedem Aufschrei, der letzte Luftgekühlte, der letzte Sauger, der letzte dies, der letzte das. Man heult eigentlich immer nur den alten Versionen hinterher. Ich könnte mir vorstellen, da gehört am meisten Mut zu, den Wagen disruptiv zu verändern, sage ich jetzt mal. Also ich meine, der neue 992, das ist ja schon mal ein großer Schritt gewesen. Ne? Ja, das Team um Michael Mauer macht da ganz herausragende Arbeit, und Oliver Blume steuert dieses Schiff Porsche mit sicherer Hand durch diese ungewissen Zeiten. Ja. Und wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, ja, dass Porsche als eine Marke, die natürlich über den Verbrennungsmotor, ne, über Boxermotoren und über Rennsport, das hat die Marke geprägt, 917 und so. Und jetzt sind die wirklich an der Front der Elektromobilität doch ziemlich weit vorne, ne? Also eigentlich so ziemlich weit vorne. Und haben sich selber zum Vorreiter gemacht. Und es werden inzwischen mehr Taycans als 911er verkauft. Das ist schon tolle Arbeit. Ja, und ich habe davor sehr großen Respekt, weil man muss eine Marke neu erfinden. Und ja, das, was eine Marke in der tiefsten Seele ausmacht, das zu übertragen auf eine andere technische Basis, das ist richtig schwierig. Ja. Das ist ihnen aber extrem gut gelungen. Ja, wenn man Taycan fährt und ich darf das ab und zu tun, dann macht das sehr viel Spaß, und es hat halt dieses typische Porsche-Feeling. Ja? Also diesen genetischen Code so umzuprogrammieren, dass es noch Porsche ist, aber auch nachhaltig und auch elektromobil ist, das ist ein großes Kunststück, also großes Kompliment für diese Arbeit, die Kollegen da gemacht haben. Und da ist ja schon ein Teil der Antwort drin. Also es geht darum, ein bisschen den Kern der Marke zu greifen, zu verstehen. Es gibt keine besseren Hände dafür als die erwähnten Protagonisten Michael Mauer und Oliver Blume. Und das jetzt auch entschieden in die Zukunft zu tragen, ja. 911er ist da eine große Problemstellung, ganz einfach, weil
das in der Form und in dem Package dermaßen ausgereift ist, dass das Umheben dieser Form auf Elektromobilität eine echte Herausforderung ist. Mhm. Das Auto darf nicht höher werden. Das verträgt vielleicht 1-2 Zentimeter. Ja, also alles, was ich in Höhe investiere durch Batterien, muss ich in Länge und Breite ausgleichen. Das ufert dann aus, das Auto. Ja, das ist ja auch an der einen oder anderen Stelle zu begutachten, dass Mini dann nicht mehr Mini ist, ne, sondern Maxi. Es passt dann nicht zum Kern der Marke, dann betrüge ich mich selber. Ja, also man muss schon gucken, dass die Dinge dann sitzen, ganz selbstkritisch. Ja, immer einen Schritt zurücktreten und ist das noch 911 oder nicht mehr? Und ich glaube, dass wir den 911er noch eine ganze Zeit sehen werden. Da bin ich auch sehr froh drüber. Wie ist das beim Golf? Wird da neu entwickelt? Wir werden natürlich auch über einen rein elektrischen Golf nachdenken. Den gab es ja schon. Genau. Da ist natürlich auch schon ein Teil der Antwort dann da. Ne? Irgendwann wird man diese Fahrzeuge alle umheben, beziehungsweise nicht alle. Man wird schon sehen, dass man auch in Bezug auf die Komplexität, auf die Vielzahl der Modelle, ja, auf diese Reise nicht alles wird mitnehmen können, ja, weil auch natürlich das Verhalten der Kunden ändert sich, die Mobilitätsbedürfnisse ändern sich. Da wird das eine oder andere Modell sicherlich in Frage gestellt werden und offen diskutiert werden und dann vielleicht nicht umgehoben werden. Ja. Aber der Golf wird ganz sicher dazu gehören. Haben Sie privat eigentlich Autos aus Ihrer Designgeschichte sich weggestellt oder fahren Sie Oldtimer oder Klassiker? Nein. Ich hatte mal einen Klassiker und ich habe es nicht geschafft, das Auto zu bewegen. Ergo ist es vor sich hingerottet und dann habe ich es halt ab und zu dann in die Werkstatt gebracht. Dann sind mir die Haare ausgegangen aufgrund der Rechnung. Gott, oh Gott, was war das für ein Auto? Das war ein Jaguar. Ja, und wenn man keine Zeit dafür hat, wenn man keine Chance hat, die Dinge zu bewegen und zu pflegen, und dann macht das eigentlich keinen Sinn. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich passionierter Segler bin. Mhm. Wir haben eine Segeljacht, die will auch bewegt werden und gepflegt werden. Und schon das ist zeitlich ambitioniert. Man kann also die Anzahl der Objekte, die man so im Haushalt hat, die sollte man nicht ausufern lassen. Ja, kann ich nur raten. Okay. Was für ein Jaguar war das? Ein XJ6, nichts Besonderes. Das war ein in Ferrari Rot, aber im Original lackiertes Auto. Die wunderschöne Form damals, tiefer Sitzschwerpunkt. Ne? Ja, anyway, Geschichte. Gibt es noch einen Klassiker, der bei Ihnen irgendwie, also wenn Sie mit Zeit hätten, wo Sie sagen, den muss ich nochmal haben? Also es gibt sicherlich einige Autos, die ich mir in eine Sammlung, so ich sie denn hätte, hineinstellen würde. Da gehört zweifelsohne ein Elfer dazu, aber auch ganz sicher ein T1. Ich habe doch ein gerüttelt Maß meiner Karriere, fast 20 Jahre daran gearbeitet, mit dem Team eine automobile Ikone wieder zum Leben zu erwecken. Das ist der T1, auch ein typischer Volkswagen, weil dieses Fahrzeug extreme Sympathie auf der einen Seite und unglaubliche Funktionalität auf der anderen in einem Produkt vereint. Und halt vom Bug bis zum Heck ist der Raum ausgenutzt beim T1. Man hat eine unglaubliche Flexibilität und Variabilität in diesem Auto gehabt. Und das ist ja für endlose Aufbauformen genutzt worden und dann quasi über Zeit zur Ikone geworden, ne? Bis hin zu der Hippie-Kultur, die dieses Fahrzeug halt auch mitgeprägt hat, heute in jedem Spielzeugladen weltweit. Ja, ich gucke dann ab und zu mal auf den Airports, ob er noch da steht, und es steht immer da. Ja. Ist halt das Auto auch ein super Zeichen für eine Mobilitätsform, die besonders ist. Ja. Und ich habe dann über mehrere Iterationen versucht, das in die Köpfe auch der Manager bei uns hineinzukriegen, und das ist mir dann erst gelungen, jetzt mit der Elektromobilität, mit dem ID.Buzz, der nächstes Jahr dann auf die Straße kommen wird, das in die Realität zu übertragen. Und wieder wird es ein Auto sein, das halt extrem sympathisch auf kleiner Verkehrsfläche extrem viel Variabilität und Funktionalität
anbietet und für den Kunden sicherlich etwas ist, worin man sich verlieben kann, ja, wo man eine emotionale Bindung zu einem Objekt generiert. Ja, auch das hier etwas, was die Kunst der Designer ist, etwas so zum Leben, ein technisches Objekt so zum Leben zu erwecken, dass man ihm einen Namen geben möchte. Ja, stimmt, genau. Ja. Wie beim Käfer damals. Ich meine, da ist Elektromobilität natürlich eigentlich ein Traum wegen des Platzes, den man zur Verfügung hat, ne, um es zu umzeichnen. Also die Batterien sind unten und hat zwei kleine Motoren und den Rest kann man frei gestalten. Ja, das ist ein großer Brustlöser natürlich, aber auch eine große Herausforderung an Gestalter. In den tradierten Formensprachen zu bleiben, ist ein bisschen eine verfehlte Chance. Es geht halt darum, jetzt auch zu sagen, okay, also wenn ein Verbrennungsmotor nicht mehr die Haubenlänge bestimmt, wenn das nicht mehr ein Drittel des Autos oder ein Viertel oder noch weniger einnimmt bei Kleinwagen, ja, wie schaffe ich es, Premium zu erzeugen oder einer Form eine gewisse Bedeutung einzuhauchen, indem ich die Dinge anders zueinander proportioniere, den Körper anders zeichne. Ja? Wie wird Aerodynamik zu einem Botschafter? Ja? Wie stelle ich Effizienz dar? Wie gieße ich das in Form? Wie schaffe ich es, Futurismus abzubilden? Ja? Vorsprung durch Technik zum Beispiel. Ja? Das, was Marc Lichte mit seinem Team jetzt auf die Räder gestellt hat, die Grand Sphere, die auf der IAA stand, ein sicherlich sehr gelungenes Beispiel für Premium morgen. Ja? Extrem glattflächig, großzügig, elegant, trotzdem völlig neu, ja? mit einer extrem weit vorne liegenden Frontscheibe, die ich aber als solche nicht wahrnehme. Ja? Immer noch ein Anklang an die eleganten Formen der Vergangenheit, ohne die Zukunft zu verneinen. Ja, sehr gelungene Interpretation des Themas Premium. So, um jetzt eine zeitliche Punktlandung hinzubekommen, müssen wir jetzt zur letzten Frage kommen. Die letzten 50 Liter Sprit müssen verbrannt werden. In welchem Auto und auf welcher Strecke machen Sie das? Also wenn ich die Ehre hätte, die letzten 50 Liter des Planeten zu verbrennen, oh mein Gott. Ja, Ihre letzten 50. Da würde ich ganz sicher zu einem Porsche greifen. Ja, ich liebe diese Marke, die ist fantastisch und der 911er sicherlich das Fahrzeug, das man dann wählen sollte. Vielleicht würde ich aber auch sagen, ich teile die Menge auf. Darf ich das? Ja, dann, dürfen Sie mal. Dann würde ich... Den Außenborder der Segeljacht und damit aus dem Hafen raustüdeln. Ne? Ah, da kann man E-Motoren einbauen. Stimmt, bei einer Segeljacht geht es ja auch darum zu segeln. Ja. Da ist der Motor ja das Segel. Aber ich würde dann vielleicht schon ein Gestirn bilden, ja, und auch einem Countach damit reinnehmen und vielleicht noch ein Bentley, ja. Welchen Bentley? Kann ich jetzt nicht sagen, weil wir arbeiten ja noch an einigen, aber da kommen auch tolle Produkte und ich glaube, dass man dann einen fantastischen Tag hätte. Das klingt auf jeden Fall so. Mit welchem Elfer würden Sie fahren? Ja, ich bin eigentlich, ich liebe die schlichte Grundform. Ich brauche diese beflügelten Versionen, die finde ich auch gut, aber es muss jetzt kein GT3 sein. Aber ist das Urmodell oder 992, ein aktueller? Ein aktueller 992, der ist schon, den finde ich schon sehr, sehr cool. Okay, ja. Also ein Countach, aktueller 992 und ein Bentley, an dem noch gearbeitet wird. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Das war Klaus Zykiora. Seine Designs müsst ihr nicht lange suchen. Schaut einfach mal kurz aus dem Fenster, zählt drei Autos ab und dann könnt ihr sicher sein, dass eines dabei war, das zumindest mal seinen Segen bekommen hat. Beeindruckend. Wenn euch die alte Schule gefällt, dann vergesst nicht, sie zu abonnieren. Gerade sind ganz viele neue Hörer dazugekommen, worüber ich mich wahnsinnig freue. Herzlich willkommen. Die anderen 118 Folgen sind noch zeitloser als heute. Die könnt ihr jetzt also alle in der Vorweihnachtszeit in Ruhe durchhören. Der Weihnachtsmann fragt dann ab, sonst gibt es keine Geschenke. Danke fürs Zuhören. Freut euch
euch auf nächste Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.